Hallo und herzlich willkommen im Keller zu einer Waldfragestunde, die ich versuche, möglichst kurz zu halten, weil ich habe ja wieder keine Zeit. Format Waldfragestunde ist schon länger nicht mehr vorgekommen, wer es noch nicht kennt. Ich kriege eine Frage und ich versuche, die in Videoform zu beantworten. Oft liegt der Frage noch irgendwelches Bonusmaterial wie Bilder oder in diesem Fall ein Video bei, dazu kommen wir später noch. Und dann gebe ich halt mal eben entsprechend meinen Senf dazu. Oft kann ich es tatsächlich mehr oder weniger ganz gut beantworten. In diesem Fall muss ich, na sagen wir mal, ein bisschen qualifizierter als gar keine Ahnung rumspekulieren. Weil so ein Fall ist mir neu, ist in der Literatur nicht bekannt. Es gibt also auch keins meiner schlauen Bücher hier, in denen ich irgendwie nachlesen könnte, was mit so einem Fall zu tun ist. Das ist einfach eine sehr interessante Situation. So, und zwar haben wir unseren Fragesteller, nennen wir ihn mal Bob. Der schafft mehrmals pro Woche oder halt immer mal wieder mehrmals pro Woche in einzelnen Wochen in einer großen Stadt. Jedenfalls muss er da jedes Mal extra hinfahren und muss da jedes Mal übernachten. Das geht ins Geld, wenn man dafür ins Hotel geht, macht er deshalb nicht. Er pennt im Wald, hat dafür eine Hängematte. Und der springende Punkt ist, Wald um diese Stadt, in dem man schlafen kann, ist knapp. Welche Voraussetzungen muss Wald, in dem man schlafen kann, haben? Abgelegen sein von Mensch. Und relativ ruhig, so rein von Störungen durch Mensch her. Damit ist so ein Wald, in dem man schlafen kann, gleichzeitig sehr attraktiv für Wildtiere, die ja auch einen entsprechend abgelegen von Mensch Rückzugsort suchen. Und den gleichen Ort sucht sich halt auch ein Waldschläfer, ein Bushcrafter, wie auch immer man jetzt jemanden in diesem Zusammenhang nennen möchte. Wir haben hier also einen gewissen Konflikt um Raum, vermute ich. Das ist alles nur spekulativ. Ich kann es ja wirklich nicht mit Absicht, mit beweiskräftigen Aussagen jetzt hier irgendwie unterlegen, dass das so ist. Es ist also nur spekulativ. Und in diesem, sagen wir mal, umkämpften Lebensraum, der halt eben knapp ist, pennt jetzt regelmäßig, und das Wichtige ist regelmäßig, also schon immer mal wieder, unser Bob. Und unser Bob beobachtet jetzt, dass je häufiger er da pennt, beziehungsweise im Laufe der Zeit, während er da pennt, immer mal wieder Tiere aufkreuzen. Ist ja erstmal was Schönes und erstmal nicht weiter dramatisch. Interessant ist jetzt aber, dass die Anzahl an Tiersichtungen von seinem Lagerplatz aus, insbesondere nachts, wenn er da liegt und da schlafen möchte, eben drastisch zugenommen haben. Immer mal wieder ein Reh, dann mal zwei Rehe, dann mal mehrfach Rehe pro Nacht. Und das Interessante ist, jetzt kommen neuerdings, also beziehungsweise es sind auch schon Wildschweine da gewesen. Und auch die, genau wie die Rehe, machen aus seiner Sicht Geräusche, die aus seiner Sicht dafür geeignet sind, ihn zu vertreiben. Also er hat das Gefühl, dass die ihn wirklich verscheuchen wollen. Das kann ich jetzt, ohne vor Ort zu sein, weder bestätigen noch verneinen, ob das ihre Interesse ist, ob das das Interesse der Tiere ist, ihn tatsächlich zu verscheuchen oder ob sie einfach durch Zufall da vorbeischauen. Die Tatsache ist aber halt eben nun mal, dass die Tiersichtungen da doch sehr viel zugenommen haben und auch die Tiere sehr nah ans Lager rangehen, was man in dem Ausmaß jetzt eigentlich nicht mehr als ganz normal bezeichnen kann. Das heißt jetzt nicht, dass die Tiere sich völlig artfremd verhalten, aber wahrscheinlich haben sie schon einen Grund, weshalb sie da immer mal wieder aufkreuzen. So, und jetzt meine Vermutung ist halt, wie eingangs erwähnt, da Lebensraum, der von der menschlichen Siedlung recht abgelegen ist, in diesem Szenario durchaus knapp ist, könnte es wirklich sein, dass wir hier einen Konflikt um den Lebensraum haben. Dass also quasi das bisschen, was an Rückzugsort geeignetem Wald vorhanden ist, sozusagen wirklich umkämpft ist zwischen den einzelnen Viechern. Dass Reh und Wildschwein sich gegenseitig nichts tun, das haben sie im Laufe der Jahrhunderte gelernt und die kommen eigentlich ganz gut zusammen klar. Zumal ein Reh was anderes futtert als ein Wildschwein, da besteht keine Konkurrenz, die sind gut koexistierbar. Aber sowohl Rehe als auch Wildschweine mögen es nicht, wenn Mensch ihnen zu nahe kommt, aus verständlichen Gründen. Wenn wir jetzt also hier so einen Spezialfall von Mensch haben, der sich nicht wie ein normaler Mensch verhält und einfach mal kurz durch den Wald durchläuft und dann wieder verschwunden ist und dann wochenlang nicht gesehen wird, gefühlt, sondern so ein Spezialfall, der da dauernd ist und sich da ständig am gleichen Fleck quasi einnistet,
Und an diesem Fleck ist irgendwas wirklich Wichtiges, weil es halt eben eins dieser kleinen Waldstücke ist, die unglaublich wichtig sind als Rückzugsort fürs Wild, dann kann es sein, dass das Wild mangels Alternativen, woanders hinzugehen, auf die Idee kommt, beziehungsweise sich genötigt fühlt, dann eben dieses Stück Rückzugsort zurückzuerobern, wenn es von jemand anders belagert wird. Das gibt es im Tierreich sonst eben auch in anderen Fällen bei, ja, das klassische Beispiel, das man gerne mal in der Biologie verwendet, ist die Wasserlochgeschichte. Alle müssen zum Wasserloch. Jeder hätte das Wasserloch für sich ganz gerne allein. Und das Wasserloch ist halt so ein hoch umkämpfter Raum. Und in diesem Zusammenhang kann man dann mehrfach mal beobachten, dass einzelne Tiere, andere Tiere, die eigentlich keine Nahrungskonkurrenten sind, dann doch aus diesem Stück Lebensraum, das hart umkämpft ist, zu vertreiben versuchen. Vielleicht haben wir also in Form dieses Refugiums, in dem die Hängematte vom Bob hängt, tatsächlich so eine Art Wasserloch in der Region, dass da viele Tiere eben entsprechend hinwollen und es nicht dulden wollen, wenn da regelmäßig sie da nicht hin können, weil sie sich dann genau in der Nähe von einem ollen Mensch aufhalten müssen, der sich nicht sehr menschenähnlich verhält. Vielleicht nehmen sie deshalb gerade, vielleicht, das ist rein spekulativ, den Mensch, der hier eben in der Hängematte hängt, nicht so sehr wie den klassischen Menschen wahr, verlieren dadurch mehr ihre Scheu, die sie normalerweise vor uns haben, und versuchen ihn etwas mehr wie, ja, ein anderes Tier, das sie in ihrem Lebensraum nicht haben wollen, zu behandeln und versuchen ihn eben mit den ihnen gegebenen Methoden zu vertreiben. Die Rehe machen Krach, stänkern rum. Das tut im Übrigen auch ein Eichhörnchen zum Beispiel, wenn man da einfach sich mal die Parallele angucken möchte. Hat bestimmt schon der ein oder andere von uns erlebt, dass man morgens aufwacht und gerade morgens, da sind sie besonders aktiv, kommt das Eichhörnchen vorbei, hockt ober einem im Baum, macht die ganze Zeit ick, ick, ick. Kann das natürlich schlecht nachmachen, aber das ist tatsächlich der Versuch des Eichhörnchens, einen aus seinem eigenen Revier zu vertreiben. Eichhörnchen sind da ziemlich dominant, und die Vertreibungsversuche sind natürlich vergleichsweise lächerlich und deswegen muss man da nicht abbauen. Man kann es ja bestenfalls noch grinsen, wenn sich das Viech da oben sich abmüht und einen unbedingt weghaben möchte. Ja, aber das Grundprinzip ist dasselbe. Jetzt kann man aber auch nicht so hundertprozentig sagen, okay, was das Eichhörnchen macht, das macht auch das Reh. Und gerade bei Rehen habe ich noch nie erlebt, und das ist jetzt halt das, was mich auch so ein bisschen irritiert, dass die in irgendeiner Form absichtlich aktiv versuchen, irgendwas zu verscheuchen. Das Reh ist ja wirklich ein völlig unwehrhaftes Tier. Würde mich sehr wundern, wenn das auf die Idee kommt, ein deutlich größeres Tier, das muss es schon irgendwie wahrnehmen, so blöd sind die Viecher auch nicht, wirklich aktiv durch, ja, durch Warnen, durch Gewalt kann man jetzt noch nicht sagen, aber die Rehe sind wohl scheinbar auch schon durch sein Lager gerannt, relativ nah an ihm vorbei. Ob das jetzt ein Versuch war durch etwas mehr als Warnen, sondern durch jetzt aktive Drohungen körperlicher Art zu signalisieren, du musst jetzt hier weg, das wissen wir halt nicht. Aber das könnte potenziell sein, wäre für Rehe aber dann halt eben ein Verhalten, was man noch nicht beobachtet hat. Wildschweine waren halt auch da, haben auch entsprechend Krach gemacht. Das interpretiert jetzt der Bob auch als aggressiven Krach, der dafür gedacht ist, ihn zu vertreiben. Ob das wirklich so ist, keine Ahnung. Dafür hätte ich erstens mindestens dabei sein müssen und zweitens ist es immer unglaublich schwierig, wirklich genau sagen zu können, wenn man ein Tier nicht über längere Zeiträume beobachtet und verschiedene Situationen unter standardisierten Bedingungen nach Möglichkeiten beobachtet. Es ist unglaublich schwer zu sagen, was das jetzt für eine Bedeutung hat. Da kann man also wirklich nur rumspekulieren und ja. Gehen wir jetzt doch spaßeshalber einfach mal wirklich davon aus. Das ist das einzige Szenario, was meiner Meinung nach irgendwie Sinn macht. Wir haben es bei dem Waldstück, in dem der Bob liegt, handelt es sich um ein Wasserloch, ein umkämpftes Gebiet quasi, und da wollen die Tiere ums Verrecken keinen Mensch haben. Man kann ihm so lange ausweichen, wie er da einmal auftaucht, wie er zweimal auftaucht, wie er dreimal auftaucht. Wenn er da regelmäßig ist, dann müssen sie irgendwann wirklich entweder langfristig ausweichen, was nicht geht, weil es gibt keine anderen Wasserlöcher. Oder Möglichkeit B, dann halt wirklich versuchen, den Feind zu vertreiben. Vielleicht ist das so. Gut. Jetzt, ich weiß nicht, ob es irgendjemand was hilft. Mir persönlich
hat es jetzt nicht so viel geholfen. Habe ich vom Bob noch einen kleinen Videoclip, wie sein Lagerplatz denn aussieht, bekommen. Und den würde ich an dieser Stelle jetzt einbauen wollen, weil wenn ich den schon habe, dann kann man den auch verwenden. Ja, und damit würde mich jetzt brennend interessieren in diesem Zusammenhang, auch aus wissenschaftlicher Neugier. Also es interessiert mich noch mehr als sonst, wenn ich sage, dass es mich eure Meinung sehr interessiert. Die interessiert mich natürlich generell sowieso immer, aber diesmal wirklich noch mehr. Habt ihr sowas auch schon mal beobachtet? Weil ich muss ja noch mal betonen in diesem Zusammenhang, es gibt keine Bushcraft-Wissenschaft oder ähnliches. Also Beobachtungen, die Leute machen, die regelmäßig im Wald pennen, die sind in keinster Weise von der Forstwissenschaft irgendwie oder einer anderen Wissenschaft irgendwie erfasst. Diese Gruppe an Leuten hat ja die Forstwissenschaft überhaupt nicht auf dem Schirm. Wenn es also ein bestimmtes spezifisches Verhalten von Tieren gegenüber im Wald schlafenden Personen gibt, dann weiß das kein Zoologe auf diesem Planeten, weil der nicht regelmäßig im Wald pennt. Beziehungsweise es passiert nicht oft genug, dass genug Zoologen regelmäßig im Wald pennen, um dann dazu irgendwelche statistisch verwertbaren Aussagen zu machen. Deshalb umso interessanter und deshalb würde ich euch umso mehr bitten, wenn ihr tatsächlich irgendwas in der Richtung auch schon festgestellt habt, bei einem regelmäßigen Lagerplatz, also immer mal wieder an der gleichen Stelle pennen, wirklich relativ häufig und dann eine Zunahme von Tierbegegnungen und die Tiere wirken auf euch sogar noch aggressiv. Also das wäre hochinteressant, weil entweder ist das wirklich nur ein höchst abstruser Einzelfall oder tatsächlich eine häufiger vorkommende Folge, wenn man immer am gleichen Lagerplatz in einer Region ist, wo Lagerplatz knapp ist, also auch für die Tiere. Das ist wissenschaftlich doch sehr interessant. Natürlich kann ich jetzt wegen ein paar YouTube-Kommentaren deswegen auch kein Buch schreiben. Aber spannend wäre es halt und man hätte schon mal einen ersten Anhaltspunkt und im Laufe der Zeit kann man da vielleicht dann doch noch mal mehr draus machen. Also, wenn ihr Bock habt, ich bin sehr gespannt. Und weiter kann ich die Frage dann auch nicht beantworten. Es ist halt hochspekulativ. Ach ja, und er wollte natürlich noch wissen, was soll man denn dagegen tun? Ja, da fällt mir jetzt auch nichts Brauchbares ein. Es gibt ja diverse Möglichkeiten, um sein Lager noch eine Alarmanlage zu bauen. Schnurspannen mit Glöckchen dran, mit Dosen dran, mit anderem krachmachenden Krempel. Sowas würde ich vielleicht mal ausprobieren, ob das was bringt. Aber wenn's dich, Pop, zu sehr stört, dass die Viecher da häufiger vorbeischauen und das wirklich so weitergeht, dann bleibt dir nur die Möglichkeit, da auszuweichen. Da fällt mir sonst wirklich keine andere Lösung ein, außer du versuchst wirklich mit Gewalt, die jetzt irgendwie zu vertreiben, was A verboten ist und B im Fall von Wildschweinen eine beschissene Idee und C. Wie du auch geschrieben hattest, meine ich mich zu erinnern, das lockt dann auch jede Menge Menschen an. Also wenn du da jetzt Rambazamba Feuerwerk im Wald machst, das ist nicht wirklich zielführend. Deshalb eine Lösung, keine Ahnung. Nee, kann ich leider nicht mit dienen. Ist wahrscheinlich halt wirklich ein Problem, da Lebensraum eben nun mal so knapp ist, dass ihn jeder haben möchte. Und da du sie nicht umbringen darfst, sind die Tiere da in dieser Hinsicht am längeren Hebel. Also die Natur schlägt da, glaube ich, erfolgreich zurück. Das ist jetzt für dich persönlich natürlich scheiße. Ich finde es ein bisschen faszinierend, ehrlich gesagt. Tut mir leid, ist auch wirklich nicht böse gemeint jetzt. Aber irgendwie doch. Also nicht doch böse gemeint, sondern doch faszinierend. So, vielleicht hast du trotzdem ein bisschen weitergeholfen. Und ansonsten bin ich wirklich extrem gespannt auf die Kommentare und macht's gut und bis zum nächsten Mal.